Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir in diesem Video hier viel vor, wirklich viel vor. Denn wie ihr sehen könnt, ich bin gerade in der Zeit zurückgereist und nochmal in der alten Lobby. Denn mittlerweile haben wir eine neue Lobby und die möchte ich gerne mir mit euch gemeinsam heute anschauen und anschließend noch das Bauteam besuchen und quasi denen auch nochmal Fragen stellen zur neuen Lobby. Jetzt aber erstmal, Leute, diese Lobby hier war eine lange Zeit ja da. Ich fand sie wirklich eigentlich gut. Also mir hat sie sehr gefallen. Ich bin vielleicht auch ein bisschen parteiisch, weil hier so viel, weil hier so viel Lehm verbaut wurde. Und Lehm ist ja so ein Block, den ich einfach gerne habe. Und ich merke gerade einfach wieder mit der Aufnahme, ich war ja auch eine Zeit lang jetzt nicht ganz so aktiv auf YouTube. Ich merke gerade einfach so extrem, wie ich das vermisst habe. Mann, ich liebe es einfach, diese Aufnahmetaste zu starten und drauf loszuerzählen. Alter Falter, was machen wir jetzt mal als nächstes? Ich würde vorschlagen, ich erzähle euch ganz kurz mal die Geschichte, wie es dazu kam mit der neuen Lobby. Dazu wurde auch ein richtig cooler Kurzfilm gedreht von GTA 4 Hater. Da würde ich vorschlagen, gucken wir mal ganz kurz für einen Moment rein. Mittlerweile wurde bestätigt, dass sich eine bislang unbekannte Seuche ausbreiten konnte. Durch das regionale Wasser konnte sich die Infektion über den Mensch übertragen. Momentan warten viele Spieler flehend auf eine Stellungnahme von Gorma HD. Um was handelt es sich, Doc? Was ist das? Keine Ahnung. Einer dieser weißen Mantelträger untersuchte das vergiftete Wasser. Eine Seuche ist ausgebrochen. Und ich befand mich mittendrin. Ein unbekannter Fluch lastete nun auf den Schultern dieser Zivilisation. Es bleibt nur eine Frage der Zeit, bis nach einem Schuldigen gesucht wird. Es kommt zu massiven Ausschreitungen auf den Straßen. Die Spieler wollen umgehend eine Antwort von Gorma HD. Wir sind jetzt live auf der Pressekonferenz und bekommen nun die Antwort auf die jetzige Situation des Landes. Schwierige Zeiten stehen uns bevor, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich alles in die Wege leiten werde, um diese Seuche zu beenden. Bitte halten Sie noch ein wenig durch und bleiben Sie stark. Das Netzwerk wird eine Lösung für dieses Problem finden. Keine weiteren Fragen mehr. Die Tage vergingen. Und die einst blühende Insel verwandelte sich in ein vergessenes Reich. Ja, also wie ihr seht, ne, da ist eine Seuche ausgebrochen. Ich packe euch den Link zum kompletten Kurzfilm unten in die Videobeschreibung. Schaut dort vorbei, wenn euch das interessiert. Dort erfahrt ihr die komplette Geschichte. Jetzt aber erstmal würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz mit der Zeitmaschine in die Lobbys rein, wie sich diese Lobby hier weiterentwickelt hat durch diese Seuche, die sich da ausgebreitet hat. Also Leute, ich würde sagen, man muss dafür nur auf diese Druckplatte und dann einmal in die Luft springen. Und dann sind wir auch schon hier. Und man sieht, es hat sich irgendwie nicht viel verändert, aber es hat sich was verändert. Nicht viel, aber ein wenig schon. Denn hier vorne seht ihr, die Wege sind schon teilweise zerstört. Und da vorne kommt auch schon ein Pirat. Gehen wir doch mal zur Zeitmaschine, springen doch mal weiter. Und hopp. So, und hat's geklappt? Ja, es hat geklappt. Man sieht wieder eine Veränderung. Also jetzt hat sich hier der mittlere Bereich verändert. Genau hier und... Oh, es hat funktioniert. Und schon wieder, alter Falter, jetzt hat sich schon viel mehr getan. Hier wird einem der Boden quasi unter den Füßen weggerissen mittlerweile. Oh, so. Und, ja, es hat wieder funktioniert. Ich liebe die Zeitmaschine einfach. Ja, und hier seht ihr so den letzten Stand der Lobby, bevor wir dann eben gesagt haben, okay, wir gehen auf die neue Lobby über. Und ja, das Serverlogo da oben teilweise zerstört. Das ist auf jeden Fall nicht die Lobby, die ich mehr feiere. Ja, da, hier ist kein Leben mehr. Deswegen ist es auch kein Problem, denke ich, dass wir jetzt in die neue Lobby direkt auch rüber wechseln. Und das am besten mit ein paar schönen szenerischen Aufnahmen von der neuen Lobby. Und ich würde sagen, die läuten wir ein mit einer kleinen TNT-Explosion. Stell es einfach mal... Oh. Was mache ich hier? Stell es einfach mal hier hin, zünd es an und mit der Explosion gehen wir in die Filmaufnahmen. We'll be right back.
sind wir nun auch schon in der neuen Lobby und ich hoffe mal, dass die Aufnahmen gerade die ganze Lobby schon ganz gut euch näher bringen konnten. Natürlich gucken wir uns die jetzt mal gemeinsam an und dann besuchen wir auch schon direkt das Bauteam. Erstmal, hier am Spawn steht Captain Jack. Jack, vielen Dank nochmal, dass du uns hier hingebracht hast. Vielen Dank. Er auf jeden Fall zeigt euch so ein wenig mit Aufträgen die Lobby und ich habe gehört, dass Jack auch ja, einzigartige Coinsystembelohnung rausgibt, wenn man das alles, was er sagt, befolgt. Also lohnt sich das auf jeden Fall, bei ihm vorbeizuschauen. Zum Beispiel sagt er gerade, Arr, du schon wieder hier, finde alle Truhen und kehre zu mir zurück. Was das wohl bedeuten mag. Wo fangen wir mal an? Erstmal, was finde ich an dieser Lobby so schön? Die Größe ist hier sehr gelungen. Die Lobby ist nicht zu groß und auch nicht zu klein. Man kommt also hier sehr gut von Gebäude zu Gebäude. Man hat alles irgendwo im Blick. Und doch hat man hier genug Adventure-Möglichkeiten und genug quasi zu entdecken. Obwohl diese Größe halt so ist, wie sie ist, ja. Das finde ich ist sehr, sehr gelungen und auch wirklich wichtig beim Lobby-Spawn. Darüber hinaus strahlt, finde ich, diese Lobby auch eine Wärme aus und man hält sich hier einfach gerne drin auf. Und was ich auch schön finde, dass unser Bauteam sich endlich mal hier ausgelebt hat und endlich mal so den Stil, den sie wirklich bauen können, an den Tag legen konnten und allen zeigen konnten damit, was sie drauf haben. So, hier wird gechillt. Oh yeah. So, wir gehen mal weiter. Es gibt nämlich noch eine weitere Änderung. Denn hier vorne zum Beispiel bei Bed Wars und den Schriftzug, den kennt man ja noch von früher, von der 2016er Lobby. Wir haben jetzt hier bei Bed Wars wieder Schilder, also keine NPCs, über die man joint. Das gilt für alle Modi, wo das so war in der Lobby. Das heißt, überall joint man wir über Schilder. Darüber hinaus, das kann ich noch zeigen, hier vorne haben wir jetzt, wie gesagt, das Coin-System. Hier ist die Game Zone. Hier haben wir natürlich auch sehr viele Spielmodi. Ich würde vorschlagen, wir besuchen jetzt einfach mal das Bauteam und fragen sie mal zur Lobby ein wenig aus. Also Freunde, ab zum Bauteam würde ich sagen. Let's go! So, da vorne sehe ich auch schon, stehen einige Bilder. Hallöchen! Hallo. Hallo, hallo. Also erstmal Respekt an euch für diese schöne neue Lobby. Jetzt kommen natürlich da bei mir sehr viele Fragen auf. Wie so eine Lobby entsteht erstmal. Wo ist der Anfang? Wie fängt man an? Weil das muss ja alles irgendwo symmetrisch sein und in so einem großen Umfang. Ja, am Anfang gab es halt erstmal die Idee, dass wir überhaupt die Lobby bauen wollen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wollen wir was Individuelles machen? Weil wir wollen ja als größtes deutsches Netzwerk jetzt auch ja, was widerspiegeln, was wir halt sind. Unser Team, unser Bauteam vor allem. Und dann ging es erstmal um die Form tatsächlich. Wie ihr seht, ist es ja ein Oktagon letztendlich geworden. Das gibt's ja sonst noch nicht. Wir hatten ja zum Beispiel auch ganz, ganz früher mal so eine Schlauchlobby, die war so ganz länglich aufgebaut. Es gibt so verschiedene Formen. Man könnte auch komplett rund irgendwie machen oder halt Hexagon oder wie auch immer. Aber okay, Oktagon. Warum Oktagon? Wir haben tatsächlich, also man muss ja vorher bedenken, was haben wir für Spielmodi, wie viele Spielmodi haben wir und wie wir halt das dann am Ende gestalten. Dadurch, dass wir ja auch viele Opponenten halt beachten mussten, wie zum Beispiel die Gamezone im Hintergrund, ja. mussten wir halt die Spielmodi einteilen. Dann gab es ja immer mal einen Wechsel von Spielmodi, die aktiv sind und halt dann wieder, ja, ich sag mal, offline genommen wurden. Und das mussten wir halt beim Bauen und vor allem beim Planen halt auch bedenken. Und wir haben ja quasi immer diese Hauptspielmodi, die sieht man ja hier, Bed Wars, Course, City Build, TDT und Skywars. Ja. Und dann haben wir geguckt, okay, Octagon ist auch eine ziemlich nice Form hier zum Laufen, also dass man halt auch wirklich diesen praktischen Spawnpunkt hat. Der ist so wichtig, dass man hier rumlaufen kann, hast du recht. Eben. Nochmal zu dem Beginn von so einer Lobby. Wie ist das denn dann mit dem Anfang? Fangt ihr dann da an, Block auf Block quasi einfach ein Gebäude zu bauen und oder wie genau? Weil ich habe so diese Bilder im Kopf, die wir auch schon hier nebenbei offen haben, wo man da sieht, da sind Diamantenblöcke auf dem Boden, Redstone-Blöcke auf dem Boden. Was hat das damit auf sich? Fängt so eine Lobby an? Also man markiert halt am Anfang oft mal mit Diamantblöcken oder Redstone-Blöcke, weil es halt Blöcke sind, wo rausstechen. Ja. Und das ist halt immer ganz gut für einen Aufbau, wenn man da was hat, was man markieren kann, dass man auch nicht irgendwie den Faden verliert, weil da ist so viel Blöcken und so viele Strukturen, kann man schon mal irgendwas vergessen und das ist eigentlich ganz nice, wenn man das beim Aufbau nimmt. Und deshalb haben wir eigentlich immer, also eigentlich ist es auch bei einer normalen Skywars Map oder bei einer Bed Wars Map so, dass man immer eigentlich mit Redstone oder mit Diamantenblöcke anfängt, weil das macht einfach den Aufbau einfacher. Aber das ist ja wie bei vielem, also man fängt ja bei allem immer mit einer Planung an, bevor man halt dann am Ende das dann umsetzt. Auch vor allem wegen der Größe, wegen den Abständen, wegen
der Vegetation, wegen der Größe der Strukturen oder halt der Stadt, wie hier bei Skywars. Und steckt man das dann so mit World Edit ab oder hat man, macht man das wirklich so, man zählt dann meinetwegen, okay, ich bin 50 in die Richtung gerade gegangen mit Redstone und gehe 50 in die andere, oder gibt es da schon bei World Edit irgendwie zum Beispiel oder anderen Builder-Tools gute Sachen, womit man solche Strukturen schon erschaffen kann für eine Lobby? Ich kann dir erstmal das zeigen, wie wir es ja wirklich ganz am Anfang gemacht haben. Da haben wir halt so eine kleine Form genommen. Ja. Gut, es war jetzt nicht genau die Form, aber da hat man halt gesagt, ja, okay, wir machen es erstmal in einem anderen Größenverhältnis und sagen, okay, hier kommen die Spielmodi hin. Jetzt halt nur als Beispiel. Und das ist das Spawn. Und so wurde es halt immer gemacht. Keine Ahnung, es ist halt schwer zu erklären, weil man hat jetzt nicht wirklich mit World Edit da irgendwelche Linien gezogen. Man hat zum Beispiel einfach gesagt, okay, in die Richtung möchte ich die Game Zone haben zum Beispiel. Mhm. Hat jetzt grobes Beispiel, jetzt habe ich hier die Wollblöcke gespammt. Genau, dass man halt sagt, okay, in die Richtung möchte ich das haben. Jeder Spielmodus hat ja auch einen unterschiedlichen Abstand. Also es ist jetzt nicht genau abgezählt, dass jeder gleich viel laufen muss in jede Richtung. Ja, finde ich irgendwie mega interessant. So, keine Ahnung, auch so, was man bestimmt so an Tools dann trotzdem noch nutzen kann beim Bau, ist, denke ich, auch irgendwie mal interessant. Ich glaube, ich muss bei euch nochmal zu Besuch kommen und irgendwie mit euch gemeinsam mal eine Map bauen. Das wäre doch mal was irgendwie, wo ich auch mal mit World Edit oder so Brush-mäßig irgendwas forme oder so. Die Map gibt es dann später auf dem Server. Was haltet ihr davon? Klingt ja nach einer sehr interessanten Idee. Wir machen so, oh, das, ich habe die Map schon vor Augen. Mit einem mega TNT-Block, vielleicht noch irgendwo noch so ein paar Gimmicks und Secrets eingebaut. Oh, yo. Vielleicht für Rage-Mode oder so, FFA Rage-Mode. Wir können ja auch zum Beispiel einen kleinen Workshop bieten. Ja, genau. Dann machen wir so einen Planungsworkshop und dann... Ja, Mann. Freunde, wenn ihr das unbedingt haben wollt, lasst einen Daumen hoch da, dann machen wir das. Dann machen wir das auf jeden Fall. Ich hätte Bock drauf. Aber wie lange habt ihr jetzt überhaupt gebraucht für diese Lobby? Also wir haben ja unten hier, ich weiß nicht, ob du das schon entdeckt hast. Da ist sogar ein Secret, ja. Verraten wir jetzt sogar ein Secret. Oha, jetzt ist es keins mehr. Ui! Gibt es viele Secrets hier auf der Map? Ja. Ja, sehr viele. Ui! Alle zu entdecken. Geil, ja. Da stehen zum Beispiel hier Random Facts auf der Seite. Auf der anderen Seite sind jetzt die Bilder markiert quasi, die mitgebaut haben. Ah, perfekt. Damit klärt sich ja direkt auch die Frage. Building Date 4.4. bis 14.9.2020. Also über 5 Monate. Oha. Die Planung bis zum Abstecken. Dann die Einteilung. Also es steht ja tatsächlich immer noch sehr viel mehr dahinter. Ja. Weil man baut ja nicht einfach drauf los. Und es war ja jetzt auch nicht... ich sag mal, die Spezialitäten sind ja auch mal bei jedem immer ziemlich bekannt. Zum Beispiel gab es die Einteilung der Strukturen am Anfang. Dann haben dann halt die am Strukturen, ich sag mal so, mit am besten bauen konnten, hat damit begonnen. Und später dann Vegetation und Terraforming und so war das dann alles sehr schön eingeteilt. Ja, ich lese mal ganz kurz hier weiter. Über 5 Millionen Blöcke wurden platziert hier, 5,5 Millionen. Dann Armor Stance 242, dann Pure Building Time, also die reine Bauzeit, 465 Stunden. Uff. Und hier vorne sind auch noch Facts. Ich guck direkt mal. Halt die Bilder. Ah ja, alle Bilder. Ehre. Vielen, vielen Dank für die coole Lobby an alle, die hier auf dieser Schilderwand stehen. Oh Mann, ich habe so viele Fragen. Der Stil. Man hat ja hier bei so einer Lobby einen Stil. Und wenn ihr dann meinetwegen, ihr müsst ja auch als Gruppe bauen, baut ihr hier immer quasi, trefft ihr euch im Teamspeak und baut dann gemeinsam oder baut ihr auch mal einzeln? Und wie kann man dann überhaupt einen gemeinsamen Stil hier schaffen, dass das am Ende wirklich alles so passend und stimmig aussieht? Also bei der Struktur war es so, dass sich Leute da gefunden haben, wo so einen ähnlichen Baustil haben sozusagen, dass man da jetzt nicht in verschiedene Wege geht. Und wir zum Treffen nochmal, also wir treffen uns glaube meistens hier auf dem Teamspeak, weil zu zweit oder zu mehr, also mit mehreren zu bauen, macht halt einfach mehr Spaß. Ich glaube, kann jeder nachvollziehen. Und ist auch besser zum Austausch, nicht, dass man sich jetzt irgendwie in die Quere kommt auch wegen den Baustilen. Also da tun sich halt viele zusammen und man muss halt auch schauen, wie du es schon gesagt hast, dass man einen ähnlichen Baustil hat, dass man da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, der eine macht, was weiß ich, Fantasy und der andere macht, keine Ahnung, Mittelalter oder sowas. Im deutschen Raum gibt es halt einen unterschiedlichen Baustil im Gegensatz zu den Amerikanern, beziehungsweise auch im englischen Bereich. Oder auch wieder ganz anderem im chinesischen Style zum Beispiel. Also chinesische Richtung meine ich. Also es gibt natürlich noch mehr, aber das waren jetzt so die drei, die sich wirklich am meisten unterscheiden, die ich jetzt persönlich auch kenne. Ja, also echt interessant.
das Ganze mal so von eurer Sicht aus zu hören. Habt ihr denn hier, was sind eure Lieblingsspots hier auf der Karte? Skywars. Skywars? Ganz einfach der ganze Bereich. Der ganze Bereich. Ja, die ganzen Details hier, ne? Das sieht man halt direkt, wenn man hier ankommt, mit was für einer Detailliebe hier gearbeitet wurde. Ich liebe es zum Beispiel auch, wenn ich hier zu TTT reinlaufe. Ich finde, das gibt ein richtig cooles Feeling. Warte, bei TTT reinlaufen. Ja. Oh, ja. Mit dem Kronleuchter, ne? Uiuiui, auch hier wieder. Krass, wie so ein Kronleuchter gebaut werden kann. Dann erstmal vielen Dank, dass ich euch nochmal hier ein paar Fragen zu stellen durfte. Hat war wirklich interessant. Und vielleicht sieht man sich ja dann bald nochmal wieder. Und dann auch danke an alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen und sage jetzt haut rein und tschö mit Ö. Tschüss. Ciao. Tschüss.